So, direkt geht's weiter mit Teil 11. Wir müssen ein weiteres Mal in Sigmas Festung und wahrscheinlich wieder ein paar Bosse besiegen. Das Schöne ist, dass ich beim letzten Part keine Energietanks verbraucht habe und deswegen jetzt... deswegen jetzt direkt hier weitermachen kann. Mit vollen Energietanks, voller Waffenenergie. Auch diesmal war der Weg zum ersten Zwischenboss aber ganz easy irgendwie. Welcher ist es nun? Armor und Amarillo. Ja, da weiß ich doch direkt, was ich zu tun habe hier. So. Okay, so geht es schon mal nicht. Klatsch. Schuss, hüpf, Schuss, hüpf, Schuss, hüpf. Verdammt, der schießt schneller, als ich schießen und hüpfen kann. Es ist ja fast schon zu. Trotzdem habe ich so viel Energie verloren. Ganz schön peinlich eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wow. Wow. Ey, da erwische ich die drei Viecher schon alle auf einmal und dann trifft mich noch diese blöde Spitzhacke. So, soviel zur verlorenen Lebensenergie. Ah, ich weiß, wer hier kommt. Dieses komische grüne Vieh. Genau. Das sieht man an den Stacheln oben an der Decke. Wenn ich jetzt noch wüsste, was sein Schwachpunkt war. Ich glaube, dass es die Homing Missiles waren. Nee. Kann nicht, weil er hat nur einen Balken verloren, Lebensenergie. Vielleicht sind es die Teile. Ja, auf jeden Fall. Passt doch eigentlich ganz gut, weil die treffen den, wenn er da oben an der Decke hängt. Ja, definitiv. Ist das cool. Also so leichtes Spiel hatte ich auch noch nie mit dem Typen. So, was kommt als nächstes? Wie soll man da oben denn bitte? Ach! Ich weiß schon wie. Na. Dankeschön. Und wer könnte das jetzt sein? Ja. Ah, Sparkmandrill. Auch dieser Endboss ist gerade nicht, um seinen Gegner zu beneiden. Ich besieg dich ohne hinzugucken. Lächerlich. Ganz einfach nur lächerlich. Sobald man die richtige Waffe hat, ist es einfach alles nur noch... ja. Quasi von alleine. Oh. Okay, das sieht aus, als könnte da gleich dieser Octopus-Boss als Gegner kommen. Was ich hoffe, weil alles andere würde bedeuten, ein anderer Boss... Also so ein Spezialboss wie in den anderen Festungen am Ende auch schon, wie die Spinne oder dieser komische Roboter mit den Wänden. Nur das Ganze dann eben halt im Wasser und das würde mir nicht so gut gefallen. Lass es den Oktopus sein. Lass es den Oktopus sein. Lass es ihn sein. Jawohl! Ein weiterer Grund, warum ich mich darüber freue, dass es der Oktopus ist und kein anderer Gegner ist. Jetzt kann ich wirklich mal gucken, was, welche Waffe seine Schwäche ist und eigentlich bleibt hier nur noch die hier übrig. Jupp.
definitiv diese Waffe. Okay, die kann ich nochmal auch nicht treffen, wenn er seinen Tornado da macht. Seine Wasserhose. Hose. Blut. Der ist trotzdem noch nervig, ey, das ändert sich einfach nicht. Jetzt aber. So, jetzt müsste ich eigentlich gleich beim Endboss von diesem Level hier angelangt sein. Oh, 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 wie soll man das denn machen? Oh, jetzt mal ohne Witz. Ha, ich weiß natürlich wie. Oder auch nicht? Ha, doch. Könnt mich alle mal. Ich ignoriere euch. Tatsächlich, jetzt kommt nur noch Flame Mammoth. Oder Mammoth. Oder wie auch immer man das aussprechen sollte. Oh, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass tatsächlich doch der Tornado seine Schwachstelle ist. Ah. Jetzt zünd das Teil mal an, los. Zünd es an. Hallo, meine Zuschauer wollen sehen, wie du das Glibberteil da anzündest. Tu es doch einfach. Ah. Zünd es an. Ja, zünd es an. Los. Zünd es an. Zünd es an. Oh. Ach, er ist schon tot. Das tut mir leid. Naja, aber ganz ehrlich, so spektakulär ist es auch nicht, wenn das anzündet. Es brennt dann halt. Da haben wir schon wesentlich spektakulärere Dinge in diesem Spiel gesehen. So, was kommt jetzt? Oh, 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 oh. Oh nein, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Okay, so ein kleines... Aber wie treffe ich das Teil? Wie mache ich es kaputt? Ach, da kann man raufgehen. Cool. Oh, oh, oh. Boah, das ist auch noch ein Homing. Homing-Shot. Okay, aber scheint bisher nicht so schwierig zu sein, der Gegner. Oh Gott, was war das? Hä? Was ist das? Ach, wenn das Teil dagegen die Wand brettert, dann werde ich... Oh Gott. Nein! Oh Gott, verdammt. Boah, oh, scheiße. Nein. Ah, Mist. Oh, 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 oh. Gefahr, Gefahr. Meine Spinnensinne schlagen an. Ah, verdammt. Na. Nee, das ist jetzt nur ein Zwischenboss und hier nach kommt dann irgendwie noch der eigentliche richtige Boss oder so. Ey, das wäre übel. Ah. Und? Raus, bitte raus. Ja. Jawohl. Okay, gut. Buh.
Lass mich mal kurz nachdenken. Fehlt jetzt noch irgendein Boss? Nein, es kamen alle. Also alle Bosse wurden bisher noch einmal besiegt in seiner Festung. Das heißt eigentlich, es müsste schon in der nächsten Festung... Oder beziehungsweise im nächsten Abschnitt seiner Festung dann... ja, der Endboss zugegen sein. Deswegen bin ich auch einfach mal so ängstlich und fülle mir meine Sub-Tees nochmal auf. Ja, man hat ja gesehen, wie viel ich schon bei einem so einfachen Endboss wie gerade eben, so diesem komischen Roboterwagen oder was das auch immer sein sollte, wie viel da schon schief gehen kann. Na, eigentlich war es ganz einfach. Man hätte dem Teil einfach die ganze Zeit nur ordentlich ausweichen und aufballern müssen. Also der hatte jetzt keine schnellen Angriffsmuster, den man irgendwie kaum ausweichen kann, wie zum Beispiel der blöde Oktopus, der einfach mit irgendwie 100 Homing Missiles um sich wirft und das permanent, sondern nee, da hätte man einfach schön die ganze Zeit durch die Gegend springen können, hier und da mal einen Schuss abfeuern, aber dafür war ich einfach nicht schnell genug. Ja, wie dem auch sei. Wir sehen uns dann im nächsten Teil, im nächsten Abschnitt von Sigmars Festung.